Gut. Thank you.
involved with the schools as well, which I think is involved with them. Wir haben das Ring, machen das Ring weg. Und jetzt so geht's mit dem Fuß, wenn wir nachsetzen, so machen wir noch Knie. Zeig euch, legt vor, Knie absetzen, aufstehen. Wir haben Schränke schaffen, da immer wieder mit dem Fuß nachhelfen, das Ziel ist so wenig wie möglich. Eins. Und aufsehen. Schnell
Wenn wir euch 4 Minuten jetzt durch haben, machen wir Open Prep für das Workout. Sprich, was ist das Workout? Was sind die Stücke? Und dann machen wir zusammen das Workout. Euer Workout besteht aus einer 10 Minuten M-Rap. Das heisst, es ist eigentlich zu lang zum Voll durchsprinten, aber zu kurz zum wirklich
konservativ stehen. Also immer zu der Mitte. Und alternating backstep lunge, sage ich mal, Vorsicht, Sit-ups und Tender-Release Push-ups. Die meisten von euch, wenn ihr etwas aufbrechen, sind es Tender-Release Push-ups. Das heisst, dünn Push-ups früher aufbrechen. Und zwar in cleveren Sätzen. Macht nicht 9 und 1, das ist logisch. Fangt irgendwie an mit 6 und 4. Probiert, was die Nutzen sind. Dann habt ihr immer, wechselt immer zwischen den Übungen hin und her. Das heisst, probiert kurze Transitions zu machen. Das bringt euch mit, Vollgas geben in den Sit-Ups. Und nachher habt ihr 15 Sekunden, bis ihr den Henry's Push-Ups anfängt. Dann können wir ganz so gut 14 Sekunden länger haben mit den Push-Ups. Dann mit Sit-Ups kann man direkt zu den Push-Ups weitergehen. Letzter Punkt. Startet trotzdem, das ist vor allem langsamer, als es würde denken und probieren, nach der ersten Runde Gas zu geben. Wir können immer noch schneller starten, wenn wir es wiederholen an der Opens. Aber wenn wir schnell reingegangen sind, haben wir meistens das Problem, dass wir hinten raus eigentlich wenig daraus lernen. Das heisst, Lunges mit dem Tempo, wo man das Gefühl hat, kann ich problemlos für 10, 15 Minuten durchziehen, sind das dann, wenn wir das Pushen zusammen. Und wenn ihr gut fühlt, dann fangen wir an zu pushen. Backstep Lunge. Das heisst, ihr steht gerade, macht einen Ausfallschritt nach hinten, berühren mit dem Knie den Boden und stellt wieder gerade auf. Also. Und hier. Ausfallschritt nach hinten. Passt. Andere Seite. An der Opens wird es jetzt so etwas vom Standard geben, dass ihr oben, wenn ihr oben sind, müsst ganz aufstehen. Das heisst, das hier wird alles nicht sein. Konzentriert euch darauf, auch während dem ganzen Workout, Schritt nach hinten, berühren, rauf, fühlt euch kurz anspannen. Anspannen. Dann sind wir immer gerade. Hier. Immer alternierend machen, was ja eigentlich logisch ist, und die könnt ihr wirklich auch dann hin und raus durchziehen. Sit-ups. Dann haben wir entweder das App-Mat, wenn ihr zu Hause habt, oder sonst das normale Yoga-Mat, ihr macht Sit-ups. Schaut, dass ihr dort Vorderfüße berührt, mit dem Kopf, und dann passt das. Hand-Release Push-ups. Standard aber oben wird sein, eure Oberschenkel nicht dürfen auf den Boden kommen. Heißt, Push-up, aber Hand loslassen, drücken. Was nicht zählt, ist das hier, da, eure Oberschenkel kontakten mit dem Boden und nachher irgendwie so etwas. Das wird da oben wahrscheinlich nicht zählen. Also probiert, Spannung zu heben. Und was hilft ist, wenn ihr runtergeht, kurz loslässt und dann im Boden rein drücken. So fest wie es geht. Also, da, runter, dann starte ich hier gemächlich drücken, gleich runter, und dann. Ein bisschen Push hilft mir viel einfacher rüberzukommen. Gut. Also, nochmal das Repeat. Wenn ihr Push-ups aufbrechen, brechen sie früh auf. Also, von Anfang an, jeder Runde. Dann, kurze Wechsel und startet ein bisschen langsamer, als ihr sonst würdet, dass ihr 10 Minuten wirklich im gleichen Tempo durchziehen könnt. Soll ich mitmachen? Nein. Scaling-Variante. Vielleicht noch kurz. Wenn ihr Backstep-Lunges nicht gerne macht, wenn ihr nach hinten trägt und das vielleicht nicht sehen könnt, Front-Step-Lunges machen, das ist ja okay. Hand-Release-Push-Ups könnt ihr auf den Knien machen, das wäre auch okay. Oder macht normale Push-Ups. Und Sit-Ups könnt ihr einfach 40 Sekunden Plank-Hold oder Hollow-Hold machen, was auch immer. Gut. Wenn ihr ready sind, gehen wir jetzt noch ein paar Sierkopf, können wir etwas trinken, dann starten wir mit dem Workout.
Also nur da oder da? Okay. Das ist gut. 3, 2, 1, go! Also. Als 40. Soll ich irgendwelche Zeiten sagen? Nein, das ist nicht. Okay. Thank you.
2 Minuten. Gut. Ich habe ein paar komplette Runden geschafft und die Hälfte von den Push-Pull-Ups, von den Sit-Ups, sorry, heisst, meine erste Runde war 1,40, ich hätte 6 Runden müssen schaffen. Das heisst, ich bin schnell gestartet, wenn ich jetzt hier durch. Eigentlich muss ich den Pace heben. Und das bei so einem einfachen Workout. Das passiert selbst in mir. Darum schaue ich, dass ich das Zeug bei mir ein langsamer anzugehen. Und dann hinten muss ich die Pace heben oder pushen. Wenn ihr Fragen habt zu irgendeinem Workout oder wie ihr euch sonst auf die Open zu vorbereiten, könnt ihr jederzeit schreiben. Und sonst viel Spass in 2 oder 3 Wochen. Also. Macht's gut, schön. Danke dir.